Der sogenannte Lebensminister Niki Berlakovic hat im Rat der EU gegen das Pestizidverbot gestimmt, das letztendlich das Bienensterben beenden sollte, dieses Pestizidverbot. Jetzt wurde ihm mehrfach der Rücktritt nahegelegt, zu Recht. Ja, man muss schon sehen, dass der Herr Minister offensichtlich instrumentalisiert war von einer Agrarindustrie-Lobby, die natürlich Saatgut auf den Markt bringt, die auch das entsprechende Spritzmittel auf den Markt bringt und damit die Bauern völlig abhängig macht und dabei die Frage, wie viele Bienenvölker dabei auf der Strecke bleiben oder nicht, eine völlig vernachlässigbare Größe war. Gott sei Dank hat sich jetzt einmal eine von Bürgern getragene Gegeninitiative aufgebaut, die er im eigenen Land nicht mehr durchgehalten hat. Ja? Und daher, ich bin, das sage ich gleich dazu, als jemand, der Imker in der Familie hat, als jemand, der auch von den Bienen durchaus Ahnung hat und auch weiß, welche Bedeutung die Bienen haben für den Naturhaushalt, insbesondere auch für die Sicherung der Obstversorgung, der Obsterzeugung. Da bin ich eindeutig auf der Seite der Imker gestanden und gegen die Agrarindustrie. Und die Agrarindustrie ist eine mächtige Lobby und Berlakovic hat gezeigt, dass er letztlich nicht der Lebensminister ist, sondern der Minister einer Agrarlobby ist. Und deswegen war er rücktrittsreif. Rein hypothetische Frage. Was hätten Sie zu ihm gesagt, wenn Sie in dieser Sondersitzung des Nationalrates, wo es um die Bienen ging, hätten reden dürfen? Ich hätte ihm nicht nur den Rücktritt, sondern den Abflug nahegelegt, ja? Weil er zum wiederholten Male gezeigt hat, dass er einfach instinktlos ist. Ich erinnere noch an die skandalösen Vorgänge rund um seine Flüge. Er zeigt immer wieder, dass er im Grunde ein Lobbyist ist, jeweils im eigenen Interesse, aber das öffentliche Interesse und vor allem das Bonum Commune, das Gemeinwohl, nicht im Auge hat. Ihre österreichische Kollegin im EU-Parlament, Elisabeth Köstinger, ist ja im Gespräch dafür, die nächste Landwirtschaftsministerin zu werden, also die Nachfolgerin von Berlakovic. Wünschen Sie der Elisabeth Köstinger, dass sie nach Wien wechselt? Ich weiß nicht, ob sie dort überhaupt eine Chance hat. Ich mische mich auch in die ÖVP interner nicht ein. Aber ich kann nur eines sagen, mit ihr kann man, glaube ich, vernünftiger reden als mit dem Herrn Berlakovic. Ich hoffe nur, falls sie jemals Ministerin wird, dass sie sich nicht in gleicher Weise vor das Giebelkreuz der Raiffeisen macht und vor der Agrarindustrie niederkniet, wie das leider Berlakovic nun mal tut.